Hallo, herzlich willkommen zu einem Pokémon Flora Scarlet 2. Von mir schon, wer das letzte Mal sind wir hier in der Nähe irgendwo hingekommen, zu Route A, B oder was weiß ich wo. Schauen wir mal, zur Route W. Und da haben wir von Mai einen Golden Pass bekommen für die Fähre. Und den werden wir jetzt auch dieses Mal wahrscheinlich benutzen. Aber erstmal müssen wir hier irgendwie zurückfinden. Und hier war doch irgendwo so ein altes Pärchen. Oho! Und die müssen wir erstmal vernichten. Oh je, Mut Yoshi sieht nicht sehr gesund aus. Aber das wird schon. Ja, ja, die machen wir fertig. Oh je. Eigentlich würde ich schon gern drin bleiben. Und ja, das passt eigentlich sogar wegen Fake-Out. Wenn dieses Maractus jetzt nicht die Fähigkeit hat, dass Mut Yoshi sich selbst wehtut, komm schon. Bitte kein Dings und... Aha, perfekt, Level 40. Aha. Oh, okay. Ich dachte gerade, das Spiel wäre hängen geblieben. Puh, knapp. Oh, Roserade, nicht schlecht. Also, dann, oh je, was machen wir denn jetzt? Surfer wird dich viel bringen. Fief, komm schon. Oh je, gut, okay, die hat was Nutzloses eingesetzt, perfekt. Unser Mut Yoshi darf noch eine Runde weiter überleben. Ich glaube aber nicht mal allzu lange. Vor allem da die große Rade hier schneller gewesen scheint. So. Aber komm schon, das wird schon irgendwie was. Oh je. Vielleicht hat der ja ein Item, wer weiß. Obwohl, das bringt ja gar nichts, weil Blizzard hat, glaube ich, ein Item, oder? Ja, dann, okay. Ist das Ganze ziemlich nutzlos. Ist, oh je. Nein! Warum solche nervigen Attacken? Warum? Okay, dann haben wir irgendwie was, womit wir uns aufwecken können? Irgendwo? Nein, wirklich nicht. Mann! Okay, dann. Obwohl, nein, wir haben ja noch Bären. Huh, fast vergessen. Irgendwas gegen Schlaf. Nicht? Wirklich? Komm schon. Gott verflucht! Okay, dann. Ja, wir wechseln einfach mal aus. Oh je. Oder wir setzen einen Trank ein. Sieht ja gar nicht so gut aus gerade. Warum haben wir so ein total kaputtes Pokémon-Team gerade? Was soll das? So, nicht allzu viel Schaden, aber geht eigentlich. Hoffe. Oh, nein, nein, nein. Nicht du, Nia. Du musst hier drin bleiben. Du musst jetzt erstmal die große Rade vernichten. So, mal schauen uns, ob unser Captain da was machen kann. Ich bin gerade so doof zum Reden. Oh Mann. Ja, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen, aber es sollte jetzt eigentlich passen. Wenn der Gegner jetzt nicht anfängt, super stark reinzuhauen oder sowas. Also, ich habe jetzt wirklich nicht erwartet, dass die auf einmal so reinhauen, die Gegner. Obwohl Maya so unglaublich easy war, aber ich denke mal, jetzt weiß ich, warum die so einfach war, weil man danach noch kämpfen musste und davor. Also, ja, mal schauen. Ich meine, so schwer waren die jetzt auch nicht, aber die haben schon ziemlich reingehauen. Ja, ja. Oh Gott, hier sind so viele. Da hätte ich auch einfach zurückgehen können und erstmal heilen, aber. Es gibt ein Problem. Ah, wir werden es schon irgendwie schaffen. Habe ich noch einen Super Potion? Nee. Nee. Okay. Ja, ja. Dann machen wir die halt irgendwie fertig. Ich hoffe mal, dass bald keine Trainer mehr da sind. Sonst gibt es ein Problem, Mann. Oh, Palem. Oh Gott. Ey, wir können jetzt versuchen aufzuwachen. Ha! Warum haut ein verdammt. Oh verdammt. Warum haut ein verdammtes Palimpalim so rein? Was soll das? Mann, der kommt auch sowas. Oh je. Ja, es surft kaputt. Und es überlebt natürlich. Oh. Es hat Rückstoß bekommen. Nice! So. Solange die Pokémon hier überleben, ist alles gut. Dann können wir es dann ja immer noch hochheilen. Es wird ja richtig anstrengend. Kannst du aufhören, in die Richtung zu schauen? Willst du mich verarschen? Eine Millisekunde nach rechts und dann. Komm schon. Ja! Oh je, was ist hier Schönes? Warum hat sie den Ort hier so schön gegardet? Oh, wegen irgendeinem Item. Nugget! Sehr schön. Das können wir verkaufen. Aber wenn hier sonst nichts ist, dann okay. Ja, ja, schön wieder. Geht doch. So, dann hoffen wir mal, dass die hier jetzt nicht allzu stark ist. Hey du!
Ein Pokémon, Castform. Okay, easy. Was? Mach mal kaputt. Oh, oh Gott, Flammenwerfer. Egal, nicht so schlimm. So langsam haben die Gegner immer fiesere Attacken. Oh, wir sind ja auch schon irgendwas mit Level 40. Und das ist eigentlich schon ziemlich früh, um ehrlich zu sein. Und, oh, yeah, sehr schön. Nein, verdammt, okay. Ich habe gerade gehofft, dass, oh Gott, dass der Gegner jetzt nicht irgendwas hat, wo wir eine Pflanzenattacke brauchen. Mann, wir brauchen endlich mal eine gute Pflanzenattacke. Aber wir haben einfach keine. Und warum heilt er sich, der Sack? So, geht doch. Mann! Ich gehe hier langsam kaputt, weil es immer noch verdammt heiß ist in dem Raum hier. Und, oh, wir haben es geschafft. Und die Gegner sind einfach nur voll fies. Und, oh, stimmt. Hier war... Ah, sehr schön. Oh, so schön. Jetzt können wir schnell heilen gehen. Schön. Schön die Seele aushauchen. Ja, ja. So, wer will kämpfen? Oh, Pierre ist immer noch Level 39. Nicht so gut. Ich frage mich, wann das sich entwickelt. Sollte ich einfach mal nachschauen. Ich glaube, ich habe sogar mal nachgeschaut. War, glaube ich, ziemlich spät. Aber das passt schon irgendwie. Du, 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 du. Dann gehen wir einfach mal zur Golden City. Hey, du. Hallo, Ticket, bla, Flash, Ticket, Goldpass, oh mein Gott. Natürlich wollen wir da gerne hin. Ja, natürlich. Also, komm, bla, bla. Oh. Oho. Jetzt mal speichern und dann so, weiter geht's. Dann, huch. Oh je. Hallo? Mr. Brill. Ah, Shenwer, lang nicht gesehen. Seitdem du surfen kannst, hast du mich, meine Arbeit nicht mehr gebraucht. Und ich habe dir wahrscheinlich anders gesprochen. Ich habe dir wahrscheinlich so gesprochen. So, ich bin über die See getravelt, gereist mit Soße. Und habe so viele Städte gesehen. Dörfer und Städte oder so, vielleicht, egal. Jetzt bin ich hier, ich bin so glücklich, wieder dich wieder zu treffen. Ich arbeite auch mit alten Freunden an einem großen Schiff. Hey Shenwer, warum besuchen wir nicht die Kaffeebar in dieser City? Ich bin sicher, du wirst es, dir wird's gefallen. Ich erzähle dir über eine alte Wette mit meinem alten Freund. Nein, über eine Wette mit dem alten Freund. Haha. okay. Schöne Musik. Wir sind geheilt, richtig? Ja. Oho. Dann hoffentlich ist es der, dann wird es dann die Arena sein mit Fliegen. Für alle. Game Corner zocken! Hey. Golda. Von wem kriegen wir das? Hey, du. Natürlich, her damit. Oh mein Gott, cool. Wir haben eine kleine, Hydrobi-Puppe bekommen. Und du? Gib mir irgendjemanden. Nein? Kein Goldcase? Ah, du bestimmt, du stehst da so. Nee. Mann, gib mir dein Goldcase. Okay. Goldcase? Ich will Goldcase von irgendjemand von euch, Mann. Ich will meine Zeit sinnlos verschwenden, indem ich irgendwelche Sachen zocke hier. Mann! Okay, dann halt nicht. Mann, oh. Okay. Das macht mich jetzt traurig. Hey du, was soll das eigentlich? Leute haben gesagt, dass die Pokémon-Flöten-App schlafende Pokémon aufwecken. Aber ich brauche erstmal eine Essmaschine. Ich frage mich, wo ich eine Essmaschine finde. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was eine Essmaschine ist. Golden City. Moment, wo sind wir jetzt überhaupt gerade? Oh. Honey Village. Oh. Hier? Huch, was war da? Sky Pillar. Oha. Frostertown und Ancient Ruins. Oh mein Gott, die sind so alt. Und Moment, wir können ja noch nicht Nougat. Hey, was? Oh, das ist ein ganz normales Haus. Ich dachte, das wäre der Shop. Hey, es ist Pokédex, bla bla bla. Ich wünsche dich ja wie du. Ja, wünschen bestimmt viele, weil ich einen Pokédex habe. Nein, bestimmt niemand. Ja, schau dir dieses Buffalo an. Ich habe keine Ahnung, wie das ausspricht.
Es ist das Buffeland, Buffele. Es ist das Buffele, das ich gestern gefangen habe, um meinen Geburtstag zu zelebrieren. Oh, ich sehe, dass du es willst. Aber im Endeffekt ist es preislos. Es ist einfach zu perfekt. Ich sag dir was, ich würde es vielleicht gegen ein Wobbuffet. Gegen ein Wohin genau tauschen. Nein, Mann! Lass mich in Ruhe! Ich hab nicht mal Wohin genau. Manu. Dieser Platz ist einfach nur wunderschön. Vielleicht sogar zu viel. Pokémon, Leute und die Natur sind in einer perfekten Harmonie hier. Ja, die Leute hier sind alle ein bisschen komisch drauf. Du, du, du. Hey du! Ich will wirklich eine Harbor-Mail. Oh Gott, habe ich die verkauft? Aber ich kann nicht zum Small Town Pokémon. Boah! Harbor-Mail? Shit! Ich glaube, das war das, was wir auch verkauft haben. So ein Dreck! Mann! Aber ich schmelze hier ein bisschen. Ich trinke kurz was. Entschuldigung, aber. Oh. Er stirbt hier, ja, Mann, ey! Wer hat überhaupt den Sommer angemacht? Wem fällt es überhaupt ein, so einen Scheiß zu machen? Sonne, Mann! Es ist einfach, in diese City zu bekommen, zu kommen. Es ist nur ein Boot-Trip von Tiais. Tiais! Oder Chapos. Du kannst auch den Teleport-Service benutzen. Aber ich habe keinen Teleport-Service. Der funktioniert nie. Wenn dieses doofen Teleporter-Mummel trägt, war nicht von. Okay. Nugget, weg mit dir! Oh! Wir sind reich! Oha, wir haben über 100.000! Nicht schlecht. So, gibt. Wo ist jetzt. Ist das hier das Kaffee? Ah, ich bin nur blind. Haha! Das erklärt natürlich einiges. Und dann. Oh, das hier ist aber kein Kaffee. Das auch nicht. Was soll das hier, Fettsack? Entschuldigung, ich wollte dich nicht fett nennen, aber. Egal. Ah, es ist so hart jeden Tag. Was ist hart? Musst du wirklich fragen. Ich könnte zwar jetzt einen sexuellen Joke machen, aber das wäre zu einfach. Es ist das Versuchen herauszufinden, ne? Was er jeden Tag kochen kann. Du bist da nicht der Erste, der es mir sagt. Bla bla. Es hat schon irgendwie so eine Mutter gesagt in irgendeinem. Man hört es überall, aber ich meine, in dem Spiel gab es auch schon jemand, der das gesagt hat. Ich verliere die ganze Zeit in Pokémon-Battlen und meine Pokémon sind dann voll am Arsch. Vielleicht mögen mich deswegen meine Pokémon nicht so arg. Aber ich denke, ein bisschen Essen kann sie glücklich machen. Oh, weißt du was? Wenn deine Pokémon gesund sind wieder und ich bin kaputt, dann können wir ja gegeneinander battlen und dann mache ich dich fertig. Nein. Oh, warum will die auf einmal gegen mich kämpfen? Boom. Maidglarion, Clefairy. Oh je, yeah. Was soll der? Crunch sie kaputt. Nom. Oh, verdammt, wir machen kaum Schaden. Dragon Breath? Vielleicht hat die. Oh Gott. Warum hält es wie so. Warum hält es so viel aus und macht so viel Schaden? Oh, okay, so viel hält sich aus. Irgendwie machen wir nur zu wenig Schaden mit Crunch. Boom, vernichtet. So, was war das? Ich habe so eine Idee. Können wir nochmal? Nee, okay. Mann, verdammt. Hey du. Kaffeebar, ist tolles Trinken. Okay, dann bevor wir mit dem reden, will ich mich aber kurz nochmal heilen. Weil das Pokémon Center ist ja jetzt hier schon in der Nähe, also. Haha. Tudu. So, jetzt aber. Komm schon. Sag du mir bitte mal was Interessantes. Und weil ich nicht dumm bin, stelle ich mich hier hin. Weil hier sitze ich. Ha. Ah, da bist du ja schon wer. Ich und mein alter Freund Watson haben eine kleine Wette. Er glaubt nicht, dass ich die Süßigkeitsriegel von den Blablabla-Riegel in dieser Region finden kann. Aber endlich habe ich ihn gefunden. Schon wer, bitte bring es zu ihm. Oh, Candy Bar! Okay. Was zum Goldpass? Ja, ja. Ein total berühmte Süßigkeit von der Kanto-Region.
Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet und ich habe keine Ahnung, wo der Watson ist, aber vielleicht. Ich gehe dann einfach mal nach unten rechts und ja gut, dann gehen wir halt zu der Honigstadt oder was auch immer. Golden City. Hey, wir sind gar nicht mehr in Golden City, oder? Was soll das? Oh. Okay. Ocean Current. Oh je. Yeah. Da gibt es wahrscheinlich ein kleines Ozeanrätsel. Ha! Hier gibt es Mapping-Fehler. Hoho! Du, du. Du? Sind wir jetzt bei irgendwelchen Farmern angelangt, oder? Hallo? Bum, bum, bum. Oh, ein Trainer, bla bla. Oh mein Gott! Cowgirl. Cowgirl. Heißen weibliche Cowboys Cowgirls? Egal. Oh Gott, Miltank, bitte nicht. Bitte. Ach Gott, verdammt. Zum Glück haben wir Captain. Warum hat die so ein nerviges Pokémon? Milkdrink. Genau wegen sowas. Was soll das? Boom. Ach nee, vernichte es bitte. Was war das? Treff bitte. Geht doch. Mann. Warum haben solche doofen Gegner solche doofen Pokémon? Und, ja, ja. Frag mich, wie viele, ob es sich lohnt, zu heim zu gehen. Vor allem, Mann, ich gehe trotzdem jetzt kurz zurück, um Pierre zu heilen. Einfach nur, weil ich will, dass der auch endlich mal Level abkommt, verdammt doch mal. Der muss auch endlich Level 40 sein, wie der Rest vom Team, Mann. Huch, die. Ey. Bla, 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 okay. Mann, ich dachte gerade, dass die uns das Gold Case, nein, das Coin Case gibt. Von dem Casino, aber nein, natürlich nicht. Egal, ich wollte gar keinen Coin Case. Coin Case. Mann, ich bin so doof zum Reden. Hey, ihr wollt bestimmt gegen mich kämpfen in einem epischen Pokémon Battle. Und ja, so passt es. Und. Verdammt! Timing. Gott verdammt, egal. Oh Gott. Endlich mein Pokémon, das wir fertig machen können. Obwohl, wir haben ja keine Bodenattacke mehr. Ein Grit war das. Das war ein Grit. Wenigstens lässt es viel irgendwelche Elektroattacken ein. Nein! Verdammt! Und. Ja! Warum ist der Gegner gerade so ein richtiger Arschkopf? Was soll das eigentlich? Ah, wir wechseln einfach mal. Ich weiß gar nicht wohin. Verdammt! Nia wird es schon irgendwie machen. Oh Gott, Nia wird hier gerade richtig vernichtet. Ah, ich hasse Statik. Aber zum Glück haben wir hier Synchronize, oder wie das heißt. Mann, Preloom. Ja, ja, den machen wir aber fertig. Mit unserem Beat. Und zwar haben wir hier schöne Attacken dafür, sogar gleich mehrere. Eis und Vogel. Flugattacken. Wow, vernichtet. Vielfach effektiv. Mann, war die nervig. Und da kommt schon der nächste angerannt. Ja, ja, immer diese Farmer. Oh. Und hier haben wir aber wenigstens mal ein gutes Pokémon hier, das auch stark dagegen ist. Wir brauchen endlich mal eine Pflanzenattacke. Das ist wirklich das Schlimmste. Und der Bodenattacke wäre auch ganz schön. Am besten Erdbeben. Granbull. Das war vom Typ normal, richtig? Hoffen wir es mal. Also in den neuen Dings, in den neuen Editionen ist es ja auch vom Typ Fee. Aber jetzt ist ja noch Kampf. Super effektiv. Sehr schön. Vernichtet. Gibt's hier sonst noch was? Was gibt's da oben? Oh, hier gibt's irgendwelche Barrels. Du Barrel Roll. Oh, wow. Honey Village. Da, la, 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 la. Oh Mann. Was zur Hölle? Okay. Huch. Ein Kombi. Nein, nicht die Bienen! Wenn du, ja, wenn wir Honig auf dem Dings tun und so, ja, nicht so wichtig. Das haben wir schon mal gemacht, aber da war bis jetzt noch kein Pokémon da. Huch, was ist das? Das Warenhaus, okay. Können wir uns auch irgendwo heilen? Oh Gott, nicht die Azurils. Oh Gott, nicht die Baumstämme! Wo zur Hölle ist das Pokémon Center? Hallo? Bitte? Es wäre voll toll und so, ich würde mich gerne heilen. Schild. Ein Dorf voller Milch und Honig. Ja, aber irgendwie wäre das schon ganz cool, wenn wir uns irgendwo heilen können. Honey Farm. Oh, oh,
Und hier kann man wahrscheinlich Honig dran geleben. Wo zur Hölle sind die Pokémon Center? Wer hat die Pokémon Center versteckt? Hallo? Milktanks, cool. Können wir uns hier irgendwo heim, bitte? Mann! Hier? Heißt du uns? Blabla, unwichtig. Super, dann verrotten wir hier einfach mal eiskalt. Ist ja nicht so schlimm, sind ja nur unsere Pokémon oder so. Und was zur Hölle ist das? Warum ist da ein Dreizack? Ich verstehe die Stadt ja nicht. Die sind alle verrückt geworden. Du. Okay, ich werde jetzt noch einmal hier an dieses Gebäude reinschauen. Oder? Ja, hier und das da. Und, oh, hier war ich schon. Das zählt nicht, ich nehme das Gebäude da runter, das ist unfair. Dann können wir uns hier heilen? Nee, okay, dann beende ich einfach mal die Folge. Und das nächste Mal suchen wir einen Ort zum Heilen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Chihau!